Wir waren bei den Delish angekommen, haben eigentlich alle Quests, die wir kriegen konnten, bei den Delish schon geholt. Wir sollen in den Brecklienwald reingehen. Der ist hier, direkt da, wo wir hier vorher stehen. Und wir sollen halt gucken. Es soll wohl so eine Art Werwolf sein, der da sein Unheil macht. Ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert, womit das dann eigentlich zu tun hatte. Also die Story ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Und wir haben dann halt Zevran mit, wir haben Shale mit und diesmal habe ich Vien mitgenommen, damit wir diesmal ordentlich und weniger Probleme durchkommen. Ich verteile hier einmal kurz die Punkte. So, entrinnen der Schurke erhält eine nahezu übernatürliche Fähigkeit, Gefahren zu spüren und ihnen zu entgehen. Er hat durch dieses Talent eine Chance von 20% physischen Angriffen, darunter auch Betäuben und Niederschlag, zu entgehen. Oh, das ist ja nice. That's a nice one. Irgendwie fühle ich mich gerade in dieser Gruppe nicht integriert, aber egal. So, wir werden immer durch. Ich habe ja schon vorher gesagt, ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende reingekommen. Dann legen wir mal los. Westlicher Brecklienwald freigeschaltet. Viele betreten diesen Wald und verschwinden dann spurlos. Nein, wir werden nicht spurlos verschwinden. Wir verschwinden blutig. So. Okay. Es ist ja so ein bisschen hier wie das Moor, glaube ich. Ach, da sind schon ein paar Wölfchen. Töten wir erstmal den richtigen Wolf. Achso, hier ist der Aoi. Hallo? So, ja. Wir haben es ja jetzt ein bisschen einfacher. Wie man sehen kann, jetzt haben wir richtig, können wir richtig reinhauen. Den Halter schon. Ich habe einen privaten Heiler engagiert. Der ist gut. Können eigentlich Zwerge zu Werwölfen werden? Ist das nicht eine berechtigte Frage? So, habe ich gar nicht geguckt. Gab es was zu looten? Nein. Ist hier was zu looten? Nein. Aber es ist richtig was los hier. Also, wir haben schon auf jeden Fall viele Wölfe. Gleich am Anfang. Denn hier so einen ekligen Stachelwolf. Schade. Ist er ausgewichen. Holzfell, ja, davon werden wir jetzt, glaube ich, genug finden. Dann gehen wir da hinten nochmal hin. 11 Uhr zu. Wir nehmen alles mit. Wir versuchen alles mitzunehmen, wie immer, ne? Irgendwann ist ein Looter, kein Shooter. Und ich bin da ja immer drauf erpicht, dann alles mitzunehmen, alles zu klauen, was hier ist, ne? Alles mitnehmen, alles meins. Alles meins. Oha. Ja, das, sowas ist schön. Also die Tab-Taste sollte man immer gedrückt halten. Lederhandschuhe verstärkt. Oh. Hab ich jetzt noch können? Ah. Dann haben wir ja noch die Elfenwurzel. Oder wo? Hier sieht es auch ziemlich tief aus. Ich glaube, der Zwerg sollte auf jeden Fall nicht mit der Rüstung da rangehen. Sonst macht es blub und Zwerg weg. Und Shale wird nicht hinterher springen und der Elf sieht nicht so aus, als wenn er mich hochziehen könnte. Und dann nochmal Schweigen von Yen, ne? So, wir haben ja noch den Silberitkolben. Ich frag mich eigentlich, warum ich den mitgenommen habe. So, verstärkt. Ich glaube, du brauchst sie nicht, oder hast du keine guten Handschuhe? Ja, nimm mal. Wir haben mal rein. Da. Hallo. So, gehärtet. Brauchst du nicht. Rüstung ist besser. Da wir keinen anderen mehr haben, weg damit. Jetzt. Genug Wurzeln. Ich weiß zwar gar nicht, was ich mit dem ganzen Kram anfangen soll, aber hey. Nein. Da hinten ist nochmal ein Leichnam. Waren wir schon. Die Todeswurzel nehmen wir auch mit. Also alles, was Rang und Namen hat. Haha. Nehmen wir alles mit. Alles meins.
Aber irgendwo zu. Das sieht doch ziemlich verdächtig aus. Besonders da hinten die Werwölfe. Dann gehen wir noch erstmal da drüben links. Andrastes Segen. Ein wenig auf die Karte gucken. Also wir haben hier überall Wege, 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 Wege. Noch mehr Wege als Wege. Ist das jetzt wieder zurück? Nee. Oh, ein Bärchi. Ein großer Bärchi. Könntest du stealthen? Und dann gehst du oben. Das. Geh doch mal oben. Mach doch mal. Ah, ich hab dir gar keine Halterung, ne? Ich hab ihm gar nichts gegeben. Die Taktik für ihn. Severin hat nämlich eine ganz eigene Taktik, aber ich wollte Standard verhalten. Nee, er sollte vorsichtig sein. Vorsichtig. Und dann Schläger. Gut. Shell ist. Das ist das Lustige. Ich habe hier überhaupt gar keine Taktiken eingeschaltet. So richtig. Am Anfang habe ich das von den anderen Leuten gemacht, ja, aber nicht von mir. So, und Shell ist Verteidiger. Defensiv, nee, du sollst nicht verteidigen, du sollst aggressiv. Aggressiv als Verteidiger sein. Das ist deine Taktik. Und Vien ist Heiler. Vorsichtig. Nee. Passiv, Standard, aggressiv. Vorsichtig. Oder defensiv. So. Ja, also man kann ja viel einstellen und sowas sollte man in höheren Schwierigkeitsgraden natürlich auch machen. So, und jetzt gehen wir los. Ein Knopfschlag. Na gut, alles klar. Das natürlich war jetzt gut. Ich habe ein bisschen zu lange gewartet. Andrastes Segen, sowas ist schön. Ist das nicht Andrastes Segen? War das nicht? War das nicht Dingen? Nachher auch ein Dingen. Geschenk, ja. Andrastes Segen, eine kleine weiße Wildblume, gemeinhin bekannt als Andrastes Segen. Oh ja, haben wir auch noch Gorinz der Ferelden, ein genealogischer Abriss. Die Gorinz aus Ferelden, ein genealogischer Abriss. Das Buch verfolgt die Linie von Earl Eamon zurück bis in die Zeit. Ah ja, das war was für Earl Eamon. Ein flacher schwarzer Stein, in den eine leuchtende Silberrune geritzt ist. Das ist was für sie. Sehr nett. Wirklich sehr nett. Das gebe ich auch ihr. Oh, hübsch. So, Gemälde. Weiß ich nicht. Außergewöhnliche Amethyst. Das kann er auch haben. Sehr weil sie auch haben. Nett. Wirklich sehr nett. Das ist natürlich für unseren Säuferkompan. Das weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall, das würde ich lieber Alistair geben. So, und das andere weiß ich auch noch nicht. So. Es wurde automatisch gespeichert, das ist gut. Alle Wege führen nach Rom. Rom. Die Wachwölfe sprachen die Wahrheit, Brüder und Schwestern. Schicken ausgerechnet einen Zwerg, uns unseren Platz zuzuweisen, uns zu bestrafen für den Angriff. Ihr sprecht. Ich dachte, Werwölfe seien wilde Bestien. Ich bin kein Diener der Delisch. Ich bin hier, um Schattenreis zu töten. Weiter nichts. Und wer seid dann ihr? Ihr sprecht mit Windläufer. Ich führe meine verfluchten Brüder und Schwestern an. Kehrt um. Geht zurück zu den Delish und sagt, dass ihr versagt habt. Sagt ihnen, wir werden mit vorne zusehen, wie sie an demselben Fluch leiden, der schon so lange auf uns lastet. Jetzt bezahlen sie dafür. Aus dem Weg, außer ihr sagt mir, wo Schattenreis ist. Dann seid ihr die Werwölfe, die den Delish aufgelauert haben. Ihr klingt, als hättet ihr großen Hass auf die Delish. Überreden, ich möchte lieber mit euch sprechen, ich will euch nichts tun. Einschüchtern, hinfort, Bestie, oder ertragt die Konsequenzen. Oh, hinfort. Nein, nichts wird erzählt.
Ihr dringt in unseren Wald ein und beleidigt uns durch euer Geschwätz. Ja, kommt, Brüder und Schwestern. Windläufer, ruft euch zum Kampf. Vertreiben wir diesen Eindringling aus unserer Mitte. Schade. Also ich kenne mich da jetzt nicht genau aus. Ich weiß aber, dass da viele Sachen waren, die man hier auch machen kann. Genug. Der Wald hat Augen und wird sich um euch kümmern. Lasst euch das eine Warnung sein. Der Wald hat Augen und wird sich um mich kümmern. Wart's mal ab, du. Ich komm dir gleich hinterher. Elfenwurzel. Wir haben... Ja, hier ist jetzt... Hier waren wir überall. Gut. Jetzt sind wir praktisch im nächsten Abteil. Das ist so abgespalten durch die Flüsse. Ist ganz gut. Oh, ein Kampf nach dem anderen Kampf ist ein Kampf. Oha. Ihr habt alle Bock auf mich, ja? So wie es aussieht. Oh yeah. Feel it. Can you feel it? So, mächtiger Schlag. Mächtig in die Fresse. Bei den Ahnen. Ja, Werwolfsfell. Nice. Also wir haben, ich weiß nicht, ob... Nee, das wollte er nicht haben. Er wollte ja das Fell von den Dingen haben, ne? Das Fell wahrscheinlich von den Schattenkram. Leichnam. Magistergurt. Verringert Feindseligkeit. 10% auf erhaltene heilende Effekte. Dagon. Dagon! Was? Wer ist da? Ihr seid schwer verwundet. Was ist passiert? Ich stelle hier die Fragen. Wer seid ihr? Ich bin ein grauer Wächter. Wir sollten Schattenreißer finden, sein Herz holen. Angegriffen. Ich... Ja, den Jäger ins Lager der Delish zurückbringen. Ihn untersuchen. Versuchen, ihn wieder zu Bewusstsein zu bringen, um ihn zu befragen. Die Ausrüstung des Jägers untersuchen. Ihn ausschalten, solange er bewusstlos ist. Den Jäger liegen lassen. Oh, wollen wir ihn zurückbringen? Bringen wir zurück. Endarin Etishan, grauer Wächter. Unsere Späher haben euch kommen sehen und mir berichtet, dass ihr einen unserer Jäger mitbringt. Ah, Dagon. Er ist verwundet, aber ich glaube, er wird überleben. Masiranas, vielen Dank für eure Hilfe. Kommt, Lethalin, bringen wir Dagon sofort zum Hüter. Wenn wir Glück haben, können wir ihn noch retten. Sind wir nicht nett? Leben ist wichtiger. Jens, stimmt zu. Das ist nice. Das ist gut. Müssen wir halt nochmal laufen. Und da oben auch nochmal längs. Oder wir können ja auch gleich hier so, ne? Was ist denn eigentlich das hier? Können wir da rüber? Oder ist das nur... Das war der Baumstamm da, ne? Der Baumstamm, glaube ich. Da können wir, glaube ich, nicht rüber. Aber wir gehen nochmal gucken. Ne. Müssten wir eine Etage tiefer? Da kommen wir nicht tiefer. Hm, schade. Ich glaube aber, dass das nachher der Ausgang wieder zurück. Also keine Sorge, keine Gedanken drüber. Wird nachher schon weiter vorangehen. Von alleine. Ja, ich freue mich schon aufs Addon. Also, ne, dass nachher weitergeht alles. Und jetzt haben wir auch noch gut vergessen. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie lange ich noch spielen muss, aber ich bin auf jeden Fall schon weiter als der Durchschnitt, der jeder Spiel normal spielt. Das hat mich schon sehr gefreut, wo ich das gesehen habe. Ich habe das Spiel ja bei GOG gekauft. Und da ist der Durchschnitt 26 Stunden. Also dann war schon ein bisschen fragwürdig. Es sei denn natürlich, die Leute rennen alles nur einmal ganz schnell durch, weil sie es schon sicher mal durchgespielt haben. Aber 26 Stunden finde ich für das Spiel schon sehr, sehr wenig. Oh, ein Ogre. Wo kommst du denn her? Ja, sag mal, wo kommst du denn her? Eine neue Rüstungsdurchtrennungsart. Zertrag. Kann ich zweimal Rüstung zertrennen?
Mit dem Kolben in die Fresse. Oh, du auch noch. Ja. Badoing. Voll in die Fresse. So, hier haben wir Schutt. Bemalte Himmelskugel. Diese nahezu perfekte Kugel besteht aus einem polierten schwarzen Stein, der bemalt wurde, damit er wie der Nachthimmel aussieht. Einschließlich der Sternenkonstellation. Geschenke können... Oh, das ist ja nicht schlecht. Ochsenknochen. Ja, das ist natürlich wieder was für mein Ding. Mein Lobby. Vor dir siehst du einen Grabstein. Sein Anblick beunruhigt dich. Wieso soll den Grabstein mich beunruhigen? Den Grabstein in Ruhe lassen. Sollte mich ein Grabstein beunruhigen. Ein Garant, ein Granat. Stein, Splitter. Silberkordel. 5% geistresistent und 2% Zauberresistenz. Das wäre was für den Verteidiger. Simonsekret natürlich, das kennen wir alles. Standard. Umgestürzter Baum. Da geht's links. So, das ist der Tempel. Ah, okay. Da kommen wir nicht runter. Oder doch? Bin ich falsch gelaufen? Witzig, ne? Also in jedem anderen Spiel wäre ich jetzt da runtergekommen. Besonders in Skyrim. Da wäre ich runtergefallen. Mit ganz vielen komischen Grafikbugs. So, wir gehen erstmal runter. Obwohl, das könnte auch sein, dass ich da gleich weiter muss. Wir gehen ja erstmal kurz der Baumstamm. Nachdem wir die Elfwurzel hier, Elfenwurzel, dann gehen wir zum Baumstamm. Und dann gucken wir da beim Baumstamm, was da los ist. Da haben wir noch eine Todeswurzel. Jäger, ich hab mich erschrocken. Du Bäumchen, was machst du? Ich mag Bäume. Ich hab doch gesagt, ich mag Bäume. Sehr schön. Aber gut, der hat auch ein Ding drum. Nordöstlicher Wald. Nee, brauchen wir noch nicht. Hier, ich mag Bäume. Ich muss sie nicht umhauen. Zwar ein Kolben. Ich habe keine Angst, siehst du. So, die Eisenbrücke war natürlich das, was wir auch brauchten. Ich weiß jetzt nicht mehr für wen. Das war jetzt so ein bisschen komisch. Alter Grabstein. Licht in der großen Eiche, da müssen wir jetzt runter. Und dann könnten wir, glaube ich, einmal ganz kurz auch runtergehen zum, wir könnten wieder zurück ins Lager dann gleich, glaube ich. Oh, hier, das sind die Viecher. Baumwesen. Geht die Rüstungsdurchtrennung für alle? Wieso wollen die mich ängstigen? Witzig. Nimm das. Ah. So, Werwolfsfell. Schwache Eissalbe. Elfenwurzel. Ja, da ist südöstlicher Wald. Dann werden wir doch mal runtergehen zu den Baumwiesen. Oh, gespeichert wird. Also. Wir dürfen uns nicht verausgaben. Dum dum da dum. Ja, also ich finde die Kombination, die ich gerade gemacht habe, die ist gut. So, noch ein Baum. Oh, eigentlich passt es ja auch wieder, ne? Zwerge und Bäume. Passt eigentlich auch. Shell geht ab. Ist das jetzt eine große, böse Eiche? Noch mehr Bäumchen. Ihr könnt in die Ehre
Also momentan könnte jeder Baum hier kommen. Bist du das Weibchen? Was für ein Tier verschafft sich hier Raum? Oh, bekannte Synchronstimme. Ihr werdet mich doch nicht angreifen, oder? Wieso könnt ihr sprechen? Seht ihr das denn nicht? Ich bin ein Zwerg. Überreden, seht ihr das denn nicht? Ich bin ein Werwolf. Krieg ich, glaube ich, in die Fresse. Ich frag mal eins. Ah, ihr sprecht von den anderen. Denen voller Wut. Vergebt ihnen. Ihr Schicksal meint es nicht gut. Seid willkommen. Es ist wie im Traum. Ich bin die große Eiche. Der uralte Baum. Die Welt ist zweifellos voller wundervoller, überraschender Schöpfungen. Jeden Tag begegnen wir etwas, das wir nicht für möglich gehalten hätten. Die Zeit ist reichlich fortgeschritten. Dürfte ich um einen Gefallen euch bitten? Ihr habt einen Gefallen erwähnt. Was meint ihr damit? Was genau seid ihr? Warum sprecht ihr in Reimen? Ich würde gerne mehr über diesen Wald erfahren. Fragen wir erstmal. Ich kann nur berichten, was ein Baum hier so sieht. Ich weiß nicht alles, was hier geschieht. Wo kann ich Schattenreißers Lager finden? Ja, das wäre doch mal eine gute Frage. Im Zentrum des Waldes, sagen die Linden, sei das Lager der Werwölfe zu finden. Ich weiß nicht, ob euch dieses Wissen nützt. Ihr könnt nicht dorthin, da der Wald sie beschützt. Okay, der wird beschützt durch den Wald. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Was ist hier geschehen, dass der Wald so geworden ist? Woher kommt der Name Breklianwald? Gibt es eine andere Möglichkeit, ins Zentrum des Waldes zu gelangen? Warum beschützen die Bäume sie? Vielleicht kontrollieren die Werwölfe sie mit Magie? Ich weiß es nicht, aber die Bäume behindern sie nie. Okay, gibt es hier irgendetwas Interessantes? Machen wir. Das meiste davon verschlang die Natur. Geblieben sind zerfallene Steine nur. Vielleicht stehen noch einige Ruinen. Mit mehr Wissen kann ich euch leider nicht dienen. Okay. Schade. Naja, da fragen wir nochmal, was ist hier geschehen? Vielleicht ein Krieg. Ich weiß es nicht. Als es geschah, war ich noch im Licht. Doch viel Tod gab es in der Tat. Und die Geister, sie folgten. Die Geister ergriffen Besitz von Toten und Bäumen. Jetzt sind sie alle verrückt, getrennt von den Träumen. Der Wald besaß seinen eigenen Geist ohne Namen. Er war alt, so alt wie die ersten Samen. Vielleicht ist er damals vor Kummer gestorben. Oder der Wald war ihm zu sehr verdorben. Vielleicht sind auch die Werwölfe Gewissheit nun. Wie die Sterblichen werde ich ruhen. Ihr droht mir mit Feuer? Das bezahlt ihr mir teuer. Hä? Woher kommt der Name Breklianwald? Das ist der Name der Menschen. Für dieses Land. Sie haben es nach ihren Wünschen benannt. Sie stahlen es und töteten die alten Elfen. Und als ihnen selbst den Tod wurde, konnte niemand ihnen helfen. Wir haben einst Elfen gelebt? Die Elfen haben die Samen gepflanzt, den Wald gepflegt und in ihm getanzt. Aber das alles ist so lange her. Nur
nur eins ist sicher. Sie leben nicht mehr. Aber ich finde das schön, wenn er einen Reim spricht. Habt ihr noch etwas, was eurem Kopf entspringt? Nö, danke schön. Warten wir, was der Morgen so bringt. Ah, was genau seid ihr? Warum sprecht ihr einen Reim? Die Frage ist, warum tut ihr es nicht auch? Eure Worte sind flach, wie Schall und wie Rauch. Vielleicht steckt die Seele eines Dichters in mir. Vielleicht erhebt mich das über das Tier. Oh ja, das macht euch selbstverständlich über alles erhaben. Es könnte euren Tod sein, euch hier weiter lustig zu machen. Das geht mir auf die Nerven. Hört damit auf. Machen wir das Erste. Nur ein Wortspiel. Ein harmloser Scherz, der meinem Gast erleuchtet das Herz. Ich würde gerne mehr über diesen Wald erfahren. Das hat mir gerade was genau. Seid ihr? Das fragen wir jetzt und danach gehen wir auf seinen Ding ein. Nichts weiter als eine alte Eiche. Ach so. Aber es gab eine Zeit, in der ich durchstreifte die Reiche. Ein Traum voll unnatürlichem Leid. Entsprungen uralter, vergessener Zeit. Ob ich ein Geist war, kann ich nicht wissen. Ein wanderndes Ding, in diese Welt gerissen. Der Geist vereinte sich mit einem Baum. Okay. So soll es wohl sein. Es scheint einfach es sein, vergiss die anderen Bäume deutlich feindseliger als ihr. Das hatten wir schon. Ihr seid viel mehr als nur ein Baum. Sind die anderen wie ihr? Das war auch mal eine andere Frage. Es gibt viele, die so sind wie ich. Aber sie sind verrückt. Oder täusche ich mich? Ein Geist ohne Mund, um zu flehen. Gefangen in einem Baum, ohne Augen, um zu sehen. Ein Käfig aus Borke, ein hölzerner Sarg, ein Wesen des Zorns, das einst Hoffnung war. Sie sind Geister des Waldes, verfallen dem Wahn. Doch ich bin anders. Ich folge dem Plan. Ich akzeptiere mein ewiges, ehernes Heim und unterdrücke den zornigen, wütenden Keim. Okay, ja, dann den Gefallen. Nur eine einzige Sache bringt mir Verdruss. Es ist nur ein Wunsch, der erfüllt werden muss. Es war eines Morgens. Ich lag noch im Traum. Da wurde meine Eichel geraubt. Ich glaubte es kaum. Eine Eichel? Alles, was ich habe, ist allein meine Saat. Ohne sie bin ich verloren. Ich weiß keinen Rat. Ich kann sie nicht suchen. Ich bin hier nicht frei. Doch ohne sie ist mein Leben vorbei. Ich könnte nach eurer Eichel suchen. Was bekäme ich dafür? Ich glaube, es wäre besser, wenn ich einfach Kleinholz euch ausmache. Angreifen. In Ordnung, ich helfe euch. Nein, ich habe kein Interesse, euch zu helfen. Nur ich helfe. Geht nach Osten und sucht diesen Mann. Tut das, was ich leider nicht kann. Hübsch, hübsch, hübsch. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. So, Schlafstelle. Oh. Das Lager sieht völlig intakt aus. Zelte und Schlafstellen sind voller Blätter, aber trocken und unbeschädigt. Weiter. Die Feuerstelle raucht und hat genug Glut, um ein kleines Feuer anzufachen. Es gibt keinerlei Anzeichen für irgendwelche Bewohner. Weiter. Das ist seltsam. Die Werwölfe würden so ein Lager niemals benutzen. Wem immer es gehört, er muss ganz in der Nähe sein. Ihr habt vermutlich recht. Haltet die Augen offen. Es könnte den Elfen gehören. Vielleicht kommen sie ja zurück. Ich sehe hier nirgends Spuren. Es sieht sicher aus. Hm. Du spürst keine Gefahr, obwohl dir die verlassenen Lager seltsam vorkommen. Eine Durchsuchung würde vielleicht näher Erkenntnis bringen. Weiter. Guck mal zum Zelt. Du wirfst einen Blick ins Zelt und bist überrascht, wie trocken und behaglich es wirkt. Es ist sauber und leer. Ein wirklich angenehmer Ort, um sich etwas Ruhe zu gönnen.
Das ist kein Lager der elfischen Jäger. Aber das beunruhigt mich nicht im geringsten. Mehr als alles andere möchte ich jetzt ein Nickerchen machen. Oh. Nein, wir dürfen hier nicht schlafen. Wir müssen gehen. Wir können auch nicht gehen. Wir müssen wachsam bleiben. Ich will wissen, was hier los ist. Wir bleiben hier. Nee. Nein. Wir müssen gehen. Du musst all deine Kraft aufbringen, um vom Zelt zurückzutreten. Trotz deiner Anstrengung, ihr zu widerstehen, überkommt dich eine Welle der Müdigkeit. Weiter. Okay, dann mal eben schnell weg. Wie ihr meint. Oh. Du untersuchst die Schlafstelle, sie wirkt sauer und warm. Achso, das hatten wir gerade auch nochmal. Weiter. Ich spüre Magie. Sie entzieht mir die Kraft. Wir müssen hier weg, und zwar schnell. Ich glaube, es wäre ein Fehler, hier zu schlafen. Wir sollten gehen. Ja, wir gehen jetzt nochmal. Du wendest dich von der Schlafstelle ab, wenn auch nur ungern. Die Verlockung des Schlafs ist nahezu übermächtig. Gehen wir erstmal weg. Ah. Oh. Als du dich umdrehst, um zu gehen, werden deine Schritte bleiern. Erschöpfung fährt in deine Glieder und du gehst. Es war eine lange Reise. Man sollte hier eine Pause einlegen. Oh mein Gott, ein Lager, was mich dazu zwingt, hier zu bleiben. Wisst ihr, wenn es euch nicht stört, könnten wir uns doch ein Weilchen hinsetzen. Ich lagere lieber hier als da draußen im Wald. Ja, wir sollten das Lager benutzen. Wir müssen schlafen. Ihr habt recht, es fällt so schwer, klar zu denken. Bekämpfen wir es nicht, drehen wir uns um. Mal sehen, was passiert. Ah, machen wir drei. Du kannst den seltsamen Ruf nicht widerstehen. Gehst zurück zu den Zelten, wo du zusammenbrichst und in einen tiefen Schlaf versinkst. Aber wir haben Shale dabei. Shale schläft nicht. Ah, da. Oh. Na toll, die Heilerin überlebt die Scheiße. Und ich habe keine Angriffszauber, ne? Versteinerung. Warum muss denn eigentlich gerade die Heilerin überleben? Erdbeben. Noch Erdbeben. Noch Erdbeben. Das Bild wackelt mir zu sehr. Einen schwachen Trank dazu nehmen. Delirium könnte ich dann auch gebrauchen. Die stirbt mir. Oh, jupp, das hat sich dann erledigt gehabt. Deine Reise endet.